Sie waren Mutter von drei Kindern und aber auch gleichzeitig eben im Beruf. Wie konnte man das damals vereinbaren? Das war sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ich war dann auch eine Zeit lang krank, aber man hatte dann auch sehr viel Verständnis für meine Situation. Aber Ja. so wie damals beispielsweise Nee, Kindertagesstätten, das gab es gab ja es. Es gar gab nicht. einen Kindergarten, ja, die waren im Wie wurden Ihre Kindergarten, Kinder dann aber versorgt? ja, nun, also wissen Sie, als ich dann das Betrugskommissariat hatte, beim Betrug ist grundsätzlich ist der Vorteil, dass Sie die Anzeigen auf dem Tisch haben. Wissen Sie, Sie laufen nicht, in Fahndung sind Sie immer unterwegs oder sonst was. Also bei Mordkommission fahren Sie durchs Land, wer weiß, wie Sie über Nacht und sonst was weg. Aber das ging dann, weil ich aber hatte trotzdem Mühe und Not, Kindergarten abholen und dann gleichzeitig eventuell Termine. Das war schon schwierig. Und wissen Sie, ich bin zur Einsicht gekommen, eigentlich zum ersten Mal, als ich war kurz auch in Köln und mein Ältester war ein Jahr und mein damaliger Mann war auf Dienstreisen und ich wusste, meiner Junge wartet um 6, 7 Uhr auf und ich war um 4 Uhr dran. Da hatten Prostituierte mit ihrem Zuhälter russisch Roulette gespielt und eine war erschossen worden. Und ich stand da, machte die Vernehmung, musste das Kind noch unterbringen und zitterte innerlich, mein Junge wacht auf morgens und ich bin nicht da. Ja, das war so ein Schlag ins Kontor, dass ich mir sagte, so geht es nicht. Ne? So hat man da seine Erlebnisse.